Ist der Marc vom Bistro-Venus hier und bei mir ist die Patrizia. Patrizia ist ein Migräne-Date-Piercing mit einem Echtgold-Schmuck. Und wir haben das alles schon ausgemessen. Du hast eine klassische einseitige Migräne. War beim Akupunkturpunkt ausmessen recht deutlich, dass wir auf rechts einen sehr hohen Ausschlag hatten, um die 95% und auf der linken Seite nur 80 ungefähr, wo man sagt, okay, das ist eindeutig das Anzeichen für eine einseitige Migräne. Und das machen wir dann so, dass wir das dann einfach auch mal nur einseitig stechen. Da du jetzt auch aus Wien bist und nicht irgendwo her bist, nehmen wir quasi jetzt mal die eine Seite des vor. Und du kommst dann einfach in 6 Wochen nochmal her und dann schauen wir, wie viel die ganz weg ist. Dann können wir auch einfach mal den Ring einsetzen, wobei der ist auch recht, der ist eine Echtgoldbanane gekauft. Die kannst du auch gerne mal nur drin lassen. Du hast keinen Zwang, es zu wechseln. Wenn du irgendwann Ring willst, geht es natürlich schon. Echtgold eh gut und bei Migräne ist immer wieder, sage ich, sehr wichtig, dass man eh Echtgoldschmuck trägt, weil die Migräne ja quasi wie so ein Blitzableiter wirkt und für den Körper Gold das biokompatibelste Material ist und auch antibakterielle Entzündungshemmend, dass es wirklich gute Eigenschaften hat und ich deswegen, wenn ich ein Migräne-Piercing habe, das wirkt, ja nie das Piercing entzündungsfrei hat. Also das Piercing ist ständig irgendwie entzündet. Mal ist es gut, dann kommt eine Migräne, dann geht es ein bisschen schlecht, dann geht es wieder gut, dann kommt eine Migräne, ist wieder schlecht, das ist das Piercing fängt die Migräne ab und leidet darunter. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn man wirklich Migräne-Piercings sticht und die auch helfen, dass man dem Körper was Gutes tut mit Echtgoldschmuck. Ob das eine Banane oder ein Ring ist, ist später egal. Natürlich ist ein Ring immer mehr Challenge für den Körper als eine Banane. Deswegen ist mir immer lieber, ich steche Echtgold-Banane. Das ist so das Beste, was ich machen kann, habe ich die wenigsten Komplikationen. Ja? Nur zur Info auch für YouTube dann kurz. Gut, dann haben wir 80 Grad Echtgold da. Dann würde ich sagen, wir starten. Vorbereitet haben wir angezeigt, haben wir desinfiziert, haben wir alles fertig gemacht. Das heißt, wir können loslegen und stechen. So. Du warst ja schon bei mir, oder? Ja. Für was? Für normale Piercings? Ich habe mich gestanden, dass du die Brust okay. Und da bist du quasi schon ein schlimmeres gewesen, würde ich sagen. Ja. Deine Schwester war bei mir auch, sagst du? Ja, auch wegen den Ohren und wegen dem Bauchnabel und auch wegen dem Depp. Ja. Hilft dir die Migräne? Ja, sie hat schon gemerkt. Mhm. Besser. Ja. Hat sie eine oder beide Seiten gemacht? Nur eine dabei. Haben wir es bei ihr auch ausgemessen und war auch so wie bei dir ähnlich, oder? Ja. Na perfekt. Sag ja, ich bin jetzt niemand, der den Leuten, ich weiß nicht, Piercing, wie das war, das weiß ich, die sagen immer, bei Dave musst du immer beide Seiten stecken, bei Migräne. Mhm. Und ich sag das nicht, weil ich habe vor dir meine Kundin, liest du auch, wo ich bei beiden nur eine Seite gestochen habe. Und bei der war es auch so, die hat sofort gemerkt, dass die Migräne vorne nachgelassen, die hat nicht mehr welche gehabt. Hat sofort gemerkt, dass sich was verändert, weil es selten ist, aber das kommt vor. Mhm. Also wenn es bei dir jetzt nicht ist, keine Angst, dann nicht denken, ne? Das hat nicht gewirkt. Und ich finde es halt eben, das ist so individuell das Thema, dass ich es doof finde, jetzt jedem Kunden immer zwei zu stecken, um das Doppelte zu verdienen. Ganz locker bleiben. Mhm. Wenn die anderen Dinge, die du aufgezählt schon hast, dann wirst du dich da entspannen können. Gut, und was schön. Mhm. So, hat Spaß gemacht, oder? Ja. Das siehst du. Da geht doch. Nein, Spaß beiseite, ich weiß schon, so schön ist es nicht. So. Gott, da war mein Schmuck noch rein. Gibt aber auch Kunden, wenn da wirklich sehr ehrlich, deswegen sagst du nur das Video, wo wirklich beide Seiten brauchen und wo ich dann auch echt nahelege und sage, komm, mach beide, weil ich das Gefühl habe, das bringt sonst nichts. Das sage ich dann auch, aber bei dir war es eindeutig mit einer Seite jetzt mal zu starten. Die beste Variante. Ist drin? Ja. Jetzt kann ich einfach den Kunstweg nachzuschneiden, bevor ich stehe, wenn da nichts im Weg ist. So, also. War's okay? Ja. Schmerz, okay, Austern ja, oder was? Es geht voll. Dein schlimmstes Piercing jetzt. Es war jetzt nicht das Schlimmste. Na komm. So, dann hat die Echtgoldkugeln drauf. Nicht, dass du die verlierst. Dann könnte man nachkaufen, ja, aber ist nicht das Ziel, dass ich die so zuschaue, dass du die morgen verlierst und sagst, hey, ich brauche in der Regel, das ist. Geschäftspraktiken, die ich perfekt. So.
Eins. Gut, von Hahn ist eh gut geschützt, das ist ja im Ohr drin. Kopfhörer und Dinge, wenn du sagst, die nächsten Tage, wenn ich ehrlich wäre, würde ich es jetzt noch nicht reintun, aber dann kann sie langsam rantasten, einfach vom Spiegel probieren, wie du damit klarkommst. Normalerweise geht es recht gut. Wie geht's dir vom Gefühl? Ist es irgendwie alles okay? Oder? Ja, alles gut. Gut. Die Migräne kann jetzt, wenn du Glück hast, gar nicht mehr kommen. Es kann aber sein, dass noch mal eine kommen würde. Das wäre nicht schlimm. Also wenn noch eine sich aufbaut, das wird die keine Frage. Aber die zweite, dritte sollte dann nicht mehr kommen. Und wenn du merkst, es ist besser oder weniger oder seltener, dann überleg dir, mach die zweite Seite. Okay. Wenn du sagst, es ist weg, brauchst du nicht überlegen. Ja? Wenn sich gar nichts tut, will ich es mir schon gönnen, weil bei dem Ausschlag und für das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es immer dann sinnvoll, das zu nutzen. Also dann würde ich noch mal einen Versuch starten. Aber aktuell denke ich, dass wir vom Essen her, glaube ich, mit einer Seite wirklich schon was haben, weg haben sollten, mit V-Gefühl, so wie es ausgemessen hat. Drückt mir die Daumen auf jeden Fall. Die Pflege haben wir schon erklärt, ich erkläre es mit dem Schnellformat. Ihr habt nämlich vorher Zeit vorzuschlagen. Patricia und ich habe jetzt schon alles erklärt. Ich erkläre es einfach mal kurz schnell hier. Du hast schon alles zugehört. Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann sprühen wir das Bordelinspray drauf, vorne, hinten. Reinigen mit der Küchenrolle, dann nehmen wir den Freund dazu am besten. Der putzt es sauber. Und danach nehmen wir das Gel, schmieren das ein, vorne, hinten. Und dann bewegen wir es nicht hin und her, weil so Dave kommt und echt mühsam hin. Verbot habe ich dir schon erklärt, mit, dass die Tage nicht färben soll, dass dann schwimmen gehen, 3 Wochen nicht. Das war's. Bitte in 6 Wochen Wechseltermin. Dann kontrolliert ihr es. Dann berichtest du mir bitte, ob es weg ist oder nicht, wenn ich es verändert habe. Hoffentlich ist es weg natürlich. Und dann kontrolliere ich einfach, ob das passt, mach dir kurz aus, reinigst dir, dann gehen wir alles. Okay? Gut, super. Danke dir fürs Kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das ist dein Zeugs. Danke. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss, Baba. So, Patricia, dann sind wir. Thank you.